Schön, dass ihr wieder auf meinem Kanal gefunden habt. Diesmal etwas aus einer anderen Perspektive. Es tut mir leid, dass es irgendwie nie an dem gleichen Ort stattfindet bei mir. Aber ich versuche immer noch herauszufinden, welcher Winkel und welches Licht und welcher Ort und welche Kamera und welcher Ton und welches alles am besten ist, um Videos zu drehen. Es tut mir leid, es ist alles ein bisschen wirr, aber wir schaffen das schon. Also, ich dachte mir, ich mache heute für euch ein Video über den Studienanfang. Denn bei uns in Göttingen fängt das Semester wieder an am 26. Oktober, glaube ich, fängt das Wintersemester an. Und ich studiere mittlerweile schon 3 Jahre hier. Ich denke, ich habe mich relativ gut eingelebt. Ich komme gut mit meinem Studium zurecht. Aber ich dachte, viele Leute fangen ja jetzt erst an zu studieren und deswegen wäre es vielleicht ganz schön, mal ein Video zu machen mit Tipps zum Studienanfang, die ich vielleicht auch selbst gerne bekommen hätte, als ich damals angefangen habe. Erster Tipp: Erstelle dir einen Plan. Schreib dir auf, wann du wo sein musst, bei welchen Dozenten. Es gibt eine Stundenplanfunktion eigentlich, ich glaube, auf jeder Internetplattform für Studenten. Je nachdem, an welcher Uni ihr studiert, gibt es da ja bestimmt ein Internetportal. Also ich glaube, das hat mittlerweile jede Uni. Und druckt euch da einfach euren Stundenplan aus. Weiß ich nicht, druckt euch den mehrfach aus. Packt euch den einmal in die Tasche, hängt euch den einmal in eurem Raum auf, in eurem Zimmer oder keine Ahnung wo. Prägt euch den so gut es geht ein. Weil glaubt mir, wenn ihr die ersten paar Tage über den Campus lauft und euren Raum sucht, werdet ihr so aufgeregt sein, dass ihr 100 pro alles vergesst. Und auch wenn ihr euch dreimal vorher aufsagt, ich habe jetzt Englischvorlesungen in Hörsaal 2 um 14 Uhr, dann werdet ihr das vielleicht trotzdem wieder vergessen, denn so funktioniert das menschliche Hirn nun mal, vor allem wenn man extrem aufgeregt ist. Also erstellt euch auf jeden Fall einen Plan, dann seid ihr auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Zweitens, macht euch mit dem Campus vertraut. Geht zur Einführungsphase, macht all diese Führungen über den Campus ruhig mit, denn es ist immer gut, sich orientieren zu können, vor allem wenn ihr dann auf einmal irgendwo hin müsst und ihr habt irgendwie gar keine Ahnung mehr, wo dieses Gebäude war. Verschafft euch einen guten Eindruck, damit ihr dann, wenn das Semester tatsächlich losgeht und ihr zu euren Veranstaltungen müsst, ihr genau wisst, wo ihr lang müsst und ihr euch nicht irgendwie verlauft und dann ein Problem habt, weil ihr zu spät kommt. Und das macht nie einen guten Eindruck beim Dozenten. Drittens, geht zur Einführungsphase. Macht das mit. Ich weiß von mir selbst, ich war sehr, sehr schüchtern und ich studiere zwei Fächer oder also ich studiere jetzt das eine Fach, habe ich gewechselt, aber ich habe auch damals mit zwei Fächern angefangen. Und ich bin nur zu der einen Einführungsphase gegangen. Ich habe dort auch ein paar Leute kennengelernt. Mit dem habe ich glaube, ich habe mit niemandem mehr Kontakt aus meiner Einführungsphase. Aber es war trotzdem schön, einfach mal das Gefühl zu haben, dass man neue Leute kennenlernt, die in genau der gleichen Situation sind wie ihr. Die kennen da in der Regel auch niemanden. Und die sind auch neu in der Stadt und die sind auch neu an der Uni. Und es wird euch auf jeden Fall sehr viel leichter fallen, euch zu sozialisieren, wenn ihr zu diesen Einführungsveranstaltungen geht. Ich bin nicht zu allen gegangen, wie gesagt, ich bereue es im Nachhinein wirklich sehr, weil dort werden die ersten Kontakte geknüpft. Wenn ihr hinterher im Seminar sitzt, dann werden alle Leute in ihren kleinen Gruppen sitzen, die sie in den Einführungsphasen gefunden haben und ihr werdet alleine sitzen, weil ihr keine Freunde habt. Macht das auf jeden Fall mit. Spielt die komischen Spiele mit. Es ist echt nicht so schlimm, ihr schafft das schon. Es wird alles gut werden. Ihr kriegt dort auch Informationen, die euch später vielleicht fehlen. Modulaufbau, welcher Dozent ist cool, welcher Dozent ist uncool. All solche Geschichten, geht auf jeden Fall hin. Viertens, geht zur Bibliotheksführung. Geht hin. Ich war nicht dort. Wir hatten eine Pflichtveranstaltung, wo man dahin musste. Da bin ich dann hingegangen. Es war aber auch keine richtige Führung, sondern so eine Einführung, wie man sich wissenschaftliche Literatur raussucht. Und da habe ich geschlafen und das war mir hinterher, ist mir fast zum Verhängnis geworden. Also geht auf jeden Fall hin. Lasst euch erklären, wie die Bibliothek aufgebaut ist, wie das mit dem Ausleihen funktioniert, wie das mit der Literatursuche funktioniert, wie das mit Bücherbestellen geht. Bitte macht es einfach, weil wenn ihr später, auch wenn ihr in eurem ganzen Studium keine Hausarbeiten schreibt, die Bachelorarbeit, meine Lieben, die müssen wir alle schreiben. Und wenn ihr dann nicht an die Literatur rankommt, weil ihr irgendwie im ersten Semester gepennt habt und dann kommt ihr dahin und sagt irgendwie, Entschuldigung, ich studiere hier schon seit 4 Jahren, aber ich habe keine Ahnung, wie man die Bibliothek benutzt, dann werden die Bibliotheksmenschen auch nicht so mega begeistert sein, weil die ja wissen, dass ihr die erste Veranstaltung geschwänzt habt.
geht zur Bibliotheksführung. Wirklich. Im Endeffekt bringt es euch wirklich am allermeisten. Und das sind wirklich viele Infoveranstaltungen, zu denen ihr am Anfang gehen müsst, aber geht hin. Ihr braucht die wirklich. Ich dachte auch, ich brauche die nicht, aber ihr braucht die. Wir brauchen sie alle. Fünftens, betrinkt euch nicht allzu sehr. Ich weiß, in den Einführungsphasen, in den Einführungsveranstaltungen mit den ganzen Erstis und den ganzen Tutoren und den ganzen lustigen Trinkspielen und all den super coolen Sachen, das macht mega viel Spaß und das ist auch ganz toll und mein Gott, trinkt auch ruhig, aber um Gottes Willen, trinkt nicht zu viel. Das ist nämlich echt kein guter Start. Ihr wollt nicht derjenige sein, der in der ersten Woche im Seminar sitzt und von allen komisch angeschaut wird, weil er irgendwie die Innenstadt vollgekotzt hat oder nackt über den Campus gerannt ist oder mit dem Krankenwagen abgeholt werden musste. Also, ich bin kein Spielverderber, trinkt ruhig. Ich meine, um Gottes Willen, ihr fangt gerade euer Studium an. Meinetwegen trinkt, aber trinkt nicht zu viel. Trinkt nicht so viel, dass ihr euch blamiert und euch nachher dafür schämt und dann den Rest des Studiums die schräge Person seid, die sich so hart blamiert hat in der U-Phase. Sechstens, seid social. Geht auf Leute zu, redet mit den Leuten. Wie gesagt, die Leute sind in genau der gleichen Situation wie ihr. Die kennen auch niemanden. Die haben auch gerade erst angefangen zu studieren. Und ich kenne das auch von mir selbst, wenn man so mega schüchtern ist und nicht mit Leuten reden will. Aber ganz ehrlich, macht es einfach, weil ihr werdet euch so viel schneller einleben. Es wird so viel mehr Spaß machen, wenn ihr einfach versucht, mehr Kontakt mit Leuten aufzunehmen. Also macht es auf jeden Fall. Siebtens, macht euch Notizen. Macht euch Notizen. In euren Seminaren schreibt mit. Druckt euch die Sachen aus. Wirklich, ihr lernt jetzt gerade dann die grundlegenden Sachen, die ihr echt wissen müsst. Viele Dozenten helfen euch in der Phase auch noch so ein bisschen mit Literaturgeschichten, mit Hausarbeiten, mit allem. Also macht euch auf jeden Fall Notizen. Ich weiß, ich bin auch nicht so der Mitschreibemensch, aber macht es auf jeden Fall, wenigstens im ersten Semester. Wenn ihr später da keinen Bock mehr drauf habt, dann lasst es einfach sein. Aber ich habe meine Notizen aus dem ersten Semester noch relativ häufig benutzt. Also es lohnt sich auf jeden Fall. Achtens, kauft nicht jedes Buch, das auf der Literaturliste steht oder das euch irgendwie vorgeschlagen wird. Denn ihr werdet unglaublich viel Geld ausgeben und ihr werdet dieses Buch vielleicht irgendwie in einer Sitzung besprechen oder gar nicht. Wenn das Buch einfach nur in der vorgeschlagenen Literaturliste steht, also im Fall, dass ihr Geisteswissenschaften studiert, so wie ich, wenn das Buch in der vorgeschlagenen Literaturliste steht, so was Sie in Ihrem Studium gelesen haben sollten, kauft euch diese Bücher nicht alle im ersten Semester. Ihr werdet sie A, nicht alle lesen und B, werdet ihr unglaublich viel Geld dafür ausgeben und C, werdet ihr sie wahrscheinlich eh nicht alle brauchen in eurem Studium. Also spart euch das Geld einfach. Ich meine, wenn ihr jetzt unbedingt mega viel Geld ausgeben wollt und das Geld zur Verfügung stehen habt, dann kauft euch die Bücher. Aber wenn es euch so geht wie den meisten Studenten und ihr seid eh schon immer so ein bisschen knapp bei Kasse, dann kauft euch nicht unbedingt alle Bücher. Im Zweifel leiht euch ein paar Bücher aus der Bibliothek, wenn ihr sie gerade braucht. Oder leiht sie euch von Mitstudenten oder sprecht euch irgendwie ab mit Freunden. Wenn ihr mit denen zusammen ein Seminar belegt habt, dass ihr sagt, ich kaufe das Buch, du kaufst das Buch und wir wechseln dann oder irgendwie sowas. Ich habe das mit meiner Schwester so gemacht. Es hat echt gut geklappt und wir haben richtig viel Geld gespart, denke ich. Also ja, kauft euch nicht alle Bücher, die euch vorgeschlagen werden, denn das wird euch einfach nur in den Ruin treiben und euch nichts bringen. Neuntens, verschafft euch direkt am Anfang einen Einblick in den Modulkatalog und wie die verschiedenen Module und Seminare aufeinander aufbauen. Ich habe das nicht gemacht und ich hatte dann mitten in meinem Studium ein Riesenproblem, weil ich die Seminare, die Aufbauseminare schon gemacht hatte, aber die Einführungsseminare dazu noch nicht alle gemacht habe. Das ist einfach so die Pest bei dem Studiumssystem, das wir jetzt haben mit Bachelor und Master, dass man wirklich echt genau schauen muss, dass man die genau aufeinander aufbaut, weil wenn man die nicht genau aufeinander aufbaut, dann ja, verschafft euch direkt am Anfang einen Einblick über den Modulkatalog, damit ihr genau wisst, was wann wie belegt werden muss, bestanden werden muss, damit ihr nicht einfach irgendwann den übelsten Hänger in eurem Studium drin habt, weil es irgendwie heißt, nein, das geht aber nicht. Da haben sie ja ein Seminar belegt, das man erst im vierten Semester machen darf. Und sie sind im zweiten Semester. Also macht es einfach in der Reihenfolge im Idealfall, weil ich bin da auch durcheinander gekommen. Es ist einfach so ärgerlich, wenn man eigentlich Sachen schon bestanden hat und die Leute einem dann sagen, ja, das können wir ihnen jetzt aber nicht anrechnen, weil sie haben ja die zwei
Einführungsseminare noch nicht erfolgreich abgeschlossen oder so ein Blödsinn. Also ja, informiert euch da rechtzeitig. Und als allerletztes und als 10. Punkt, stresst euch nicht zu viel. Macht euch nicht so einen Stress. Nicht jeder weiß von Anfang an seinen Stundenplan direkt auswendig und hat 50 Freunde und versteht alles und mag jeden Dozenten und ist immer on time und ist einfach immer super dabei und weiß alles und kann alles und ist toll. Und es wird viel kommen, was ihr nicht versteht. Es wird viel kommen, das euch irgendwie irritiert. Ihr werdet viele Sachen erst mit der Zeit lernen. Aber es ist immer gut, wenn man schon beim Einstieg viele Sachen richtig macht und sich einen Plan macht und sich einen Überblick macht, und dann könnt ihr immer noch sehen. Also stresst euch nicht zu viel und vor allem genießt das Studium. Es ist echt eine super, super Zeit. Wie gesagt, ich studiere schon eine ganze Weile und es ist wirklich, kann wirklich schön sein, wenn ihr da mit der richtigen Einstellung rangeht. Also verpasst euch nicht zu doll, aber bleibt trotzdem sozialisiert und bleibt sozial und ja, macht einfach euer Ding, und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß bei euren ersten Wochen und Monaten an der Uni als Ersti. Willkommen in der Gemeinschaft der Studenten. Ich hoffe, ihr habt jede Menge Spaß an der Uni und ich hoffe, es klappt alles so, wie ihr euch das vorstellt. Ja, das war es eigentlich schon von mir. Ich hoffe, diese Tipps waren für irgendwen da draußen hilfreich. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Und wenn ihr super cool seid, abonniert ihr diesen Kanal, denn das würde mich super mega mäßig freuen. Ich freue mich über jeden einzelnen Menschen, der mich abonniert. Es sind jetzt schon fast 30 Abonnenten. Das mag für manche Menschen wenig sein, aber für mich ist das schon nicht schlecht. Und deswegen, ja, abonniert mich gerne. Ich freue mich super. Ich freue mich über jeden lieben Kommentar. Danke nochmal an all die lieben Kommentare, die ich jetzt schon bekommen habe, an all die lieben Abonnenten und all die Menschen, die geliked haben. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall, wenn ich positives Feedback von euch bekomme. Und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal. Ciao!